Aufgabe als Bundestagsabgeordneter sehe ich darin, mich um die Menschen in meinem Wahlkreis zu kümmern. Da geht es häufig um lokale Themen, aber auch um die großen politischen Fragen unserer Zeit. Ich freue mich, wenn Menschen auf mich zukommen und ich viele Anliegen mit nach Berlin nehmen kann. Das sind beispielsweise Verkehrsprojekte wie die Y-Trasse oder die Amerika-Linie, aber auch viele Fragen rund um die Reform der Bundeswehr. Und sehr häufig diskutiere ich natürlich auch etwa die europäische Schuldenpolitik oder Fragen rund um die Energiewende. Ich komme dann mit vielen Fragen und Ideen aus dem Wahlkreis hier nach Berlin. Dann bespreche ich mich mit meinem Team und mit Kollegen aus der Fraktion. Wir entwickeln Anfragen an die Ministerien und machen Druck, dass die Themen aus dem Wahlkreis hier vorankommen. Ich versuche dann recht schnell Rückmeldungen in den Wahlkreis zu geben. Häufig kann ich Menschen auch sehr schnell und direkt helfen. Wenn es nicht die gewünschten Ergebnisse aus den Ministerien gibt, dann muss man hartnäckig bleiben. Politik ist das Bohren dicker Bretter. Ja, das für einen mutigen Schritt, der jetzt gegangen wird. Ich glaube, wir müssen dem Volk auch mehr vertrauen und müssen auch darauf setzen, dass das Volk kluge Entscheidungen treffen kann. Ich habe die feste Überzeugung, dass Demokratie vom Mitmachen lebt. Wenn sich viele Menschen in Politik einbringen, werden wir zusammen unsere Gesellschaft verändern. Und ich würde mir wünschen, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen.